Kuriositäten im neuen Bühnenprogramm, lackierte Perlhuhnbrust auf dem Teller. So sieht die neue Saison im Palazzo aus. Und die haben Spitzenkoch Harald Wohlfahrt und Palazzo-Geschäftsführerin Michaela Töpfer heute vorgestellt. Das neue Programm kommt mit Comedy, Jonglage und luftigen Auftritten um die Ecke und feiert am 9. November Premiere. Dazu ein 4-Gänge-Menü vom Starkoch. Davon dürfte sich heute auch die Presse einen ersten Eindruck verschaffen.